27. Oktober 2019. Ein Kreisligaspiel beim FSV Münster. Schiedsrichter Nils Cekala, bewusstlos geschlagen. Das ist schon ein Phänomen, wo ich sage, na, das ist jetzt aber schon sehr dramatisch. Wenige Wochen später, Sparta Bürgel im Kreis Offenbach. Schiedsrichter Turgay Sukan, mutmaßlich per Kopfstoß attackiert. Ich versuch's die ganze Zeit zu verdrängen. Ich kann's verdrängen, aber nicht vergessen. Auch Metehan Babat wurde Opfer von Gewalt. Geschlagen von einem 16-Jährigen. Als Schiedsrichter musst du Angst haben, ob du nach dem Spiel heil nach Hause kommst. Als Sportreporter sind wir in Hessen und deutschlandweit in der Bundesliga unterwegs. Doch seit einiger Zeit bereitet uns die Entwicklung im Amateurfußball, besonders in Hessen, große Sorgen. Wir fragen uns, nimmt die Gewalt gegen Schiedsrichter tatsächlich zu? Oder sind es bloß die Medien, die vermehrt über Gewaltvorfälle berichten? Metehan Babat arbeitet für einen Supermarkt. In seiner Freizeit ist er 45-jährige Schiedsrichter. Seit 15 Jahren pfeift er Fußballspiele. Gleich wird er ein Jugendhallenturnier in Frankfurt-Bergen-Enkheim pfeifen. Mit Gewalt hat auch er schon einmal Erfahrung gemacht. Ein Jugendlicher hatte ihn attackiert. Dann habe ich ihm die rote Karte gezeigt und habe ich meine Notiz angefangen zu schreiben. Und dann habe ich nur seine Faust und mein Gesicht gespürt. So. Und dann bin ich nach hinten, da hat er mir noch einen Tritt gegeben, hier, Brustkorb. Ein Tabubruch. Doch die moralischen Grenzen, sie scheinen sich zu verschieben. Eine Entwicklung, die Babat in den letzten Jahren zunehmend beobachtet. Es gibt keinen Respekt mehr. Deswegen ist es alles so, geht alles so schnell hoch, sofort. Das ist ja Jugend, ne? Aber auch Erwachsene. Wie dramatisch ist diese Gesamtentwicklung? Sehr dramatisch, muss man sagen. Muss ehrlich sagen, sehr dramatisch. Babat! Videoleitung! Natürlicher Ehrgeiz, wenn's losgeht. Jeder will gewinnen. Aggressivität auf dem Platz. Zeitstopp, Zeitstopp, Zeitstopp. Aber auch neben dem Platz. Bei Eltern und bei Trainern. Hier, zwei Minuten Pause, runter. Solche Szenen sind nicht ungewöhnlich, doch Metehan Babat beobachtet, dass die Aggression immer weiter zunimmt. Ich bin hier aufgewachsen in Frankfurt, ich habe auch hier Jugend gespielt. Früher haben wir nicht so viel gehabt, Schießchen geschlagen, Spielabbrüche, Schlägereien, sowas haben wir früher nie gehabt. Es gab schon, aber nicht so viel wie jetzt. Es ist jetzt sehr schlimm geworden. Jetzt als Schießchen musst du Angst haben, ob du nach dem Spiel heil nach Hause kommst. Was ist los im Fußball? Und inwiefern handelt es sich hierbei vielleicht um das Spiegelbild einer negativen gesellschaftlichen Entwicklung? Wir begeben uns auf Spurensuche und machen uns auf den Weg nach Münster im Kreis Dieburg. Hier, beim FSV Münster, gab es den schwersten Vorfall, der bundesweit für großes Aufsehen sorgte. Per Hubschrauber musste der von einem Spieler bewusstlos geschlagene Schiedsrichter ins Krankenhaus transportiert werden. Die Szene, zufällig festgehalten, im Handyvideo. Der Einzige, der hier bereit ist, mit uns über den Vorfall zu sprechen, ist der Vorsitzende des FSV Münster, Peter Samoschkow, der das Geschehene nicht überbewerten will. Ich glaube, wenn es nicht gefilmt worden wäre, dann wäre das ein Tagesordnungspunkt gewesen und dann ist es gut. Ja? Ja. Trotz Helikopterabholung? Ja gut, Helikopter war ja nur, weil der Schiedsrichter kurzzeitig bewusstlos war und dann rufen die generell einen Notarzt. Generell. Und hier im Umkreis war nirgends ein Intensivbett frei. Mhm. Und da haben sie einen Hubschrauber geholt, um nach Frankfurt zu transportieren. Okay. Das war der einzige Grund. Für uns klingt das alles ziemlich erschütternd und keineswegs wie eine Bagatelle. Aber wenn wir das schon hören, merkt man schon, wie krass dieser Fall ja, ist sicher. Oder war. Sicher, was sind Ihre Gedanken, wenn Sie jetzt daran denken? Okay. Eigentlich bin ich froh, dass es langsam grase, wie die Sache wächst. Gell? Weil das Mädcheninteresse war sehr hoch. Gell? Und es ist halt schlimm für die Mannschaft, die abgemeldet wurde. Gell? Da haben einige Spieler haben sich auch bei mir gemeldet. Und das bedauert, dass wir aufhören damit. Aber es geht nicht anders. Wir haben den Eindruck, als sähe sich der Verein in der Opferrolle.
Die Verantwortung liegt für Peter Samoschkow ausschließlich beim Täter, der den FSV Münster in Verruf gebracht hat. Gerade erst hatte man hier eine Herrenmannschaft aufgebaut und war darauf mächtig stolz. Für den Verein ist das ein Rückschlag. Ich denke mal, so 1-2 Jahre werden wir keine Herrenmannschaft mehr stellen. Ja. Weil die Leute, die da sich stark engagiert haben im Bereich Herrenfußball, die Betreuer und so weiter, die haben im Moment auf gut Deutsch die Schnauze voll. Ja. Und die noch mal zu motivieren, dass sie dann noch mal was machen, mal sehen, ja, ob das funktioniert. Ja. Herrenfußball gibt es beim FSV Münster nun nicht mehr. Obwohl es die Gewalttat eines einzelnen Spielers war, sehen viele die Verantwortung dafür auch beim Verein. Rund 900 Reaktionen gab es in den sozialen Medien. Da waren also die übelsten Beleidigungen drin. Ja. Scheißverein, Täterverein und ihr müsst doch die Leute vorher aussuchen. Gell. Wobei, wie das funktionieren soll, kann mir kein Mensch erklären. Gell. Man kann ja nicht in einen Mensch reinschauen. Gell. Ist Münster ein Ausnahmefall? Fest steht, die Gewaltvorfälle gegen Schiedsrichter standen zuletzt zunehmend im Fokus. Wir wollen es genauer wissen. Gibt es Zahlen, die eine Zunahme der Gewalt belegen? Wir treffen den höchsten Mann im Hessischen Fußballverband, Präsident Stefan Reuß. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Herr Reuß, wir fragen uns, was ist los im hessischen Fußball? Die Zahl der Gewaltfälle gegen Schiedsrichter nimmt gefühlt in jedem Fall stark zu. Was ist los? Ja, gefühlt auf jeden Fall, weil wir alle, glaube ich, auch im Moment mehr wahrnehmen. Auch durch die öffentliche Berichterstattung über Vorfälle, die aufzeigen, dass da wohl ein Problem ist. Zahlenmäßig insgesamt können wir nicht sagen, dass sie zunehmen, sondern das ist eine Entwicklung sicherlich, die wir feststellen können. Wir stellen aber auch fest, dass Brutalität zugenommen hat. Die Angriffe gegen Schiedsrichter, werden sie also nicht mehr, sondern vor allem heftiger und brutaler? Statistiken gibt es noch keine. Der Fall Münster macht aber deutlich, wie wichtig eine genaue Betrachtung der Problematik ist. Manches deutet sich ja an im Spielverlauf, aber hier sagen alle Berichte und er selber ja auch, war das überhaupt nicht zu erwarten und hat sich so nicht angedeutet. Und das ist schon ein Phänomen, wo ich sage, na, das ist jetzt aber schon sehr dramatisch. Das kann man gar nicht mehr erklären, wie jemand so wahrscheinlich in Sekundenbruchteilen einfach austicken kann. Im Fußball, dem mit Abstand populärsten Sport in Deutschland, steigen offenbar die Aggressionen. Ist das auch eine gesellschaftliche Tendenz? Fußball spiegelt natürlich einiges wider und da ist ein Problem, dass auf der einen Seite sicherlich ein paar Hemmschwellen gefallen sind und auf der anderen Seite wir auch feststellen müssen, ja, Emotionen im Fußball sollen ja eine Rolle spielen, müssen auch eine Rolle spielen, aber sind vielleicht nicht mehr so, wie wir das früher gekannt haben von den Emotionen her, sondern spielen mittlerweile mit Druck, der vielleicht auch insgesamt besteht, eine viel größere Rolle und wird von außen auch auf Spielerinnen und Spieler teilweise auch zugetragen. Ist der Erfolgsdruck wirklich so groß? Was sind die Gründe dafür, dass Menschen im deutschen Amateurfußball derart austicken? Und wo kommt dieses Phänomen her? Wir verabreden uns mit der langjährigen Leiterin des Sigmund-Freud-Instituts der Uni Frankfurt, Marianne Leutzinger-Bohleber. Die Schweizerin ist Psychoanalytikerin und sieht in der zunehmenden Gewalt ein tiefergehendes gesellschaftliches Problem. Kontrollmechanismen, will heißen Regeln, gehen ihrer Meinung nach mehr und mehr verloren. Regeln, die auf dem Fußballplatz bisher der Schiedsrichter verkörpert. Was jetzt passiert, darum finde ich das so alarmierend, ist, dass eben die Gewalt gegen die Schiedsrichter geht, die eigentlich eine Struktur bilden. Die für Ordnung sorgen sollen. Wenn das zusammenbricht, ist das einfach gefährlich. Der Fußball. Eigentlich die Möglichkeit, Gemeinschaften zu bilden und Menschen zusammenzubringen. Droht der soziale Kitt verloren zu gehen, obwohl der von klein auf so wichtig ist? Gerade auch für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder, die sonst zum Beispiel schulisch eher am Rand stehen, zum Teil sind das exzellente Fußballer und jeder Mensch braucht irgendeinen Ort, wo er Erfolg haben kann. Also das ist eigentlich eine Integrationsmöglichkeit. Und gerade drum, oder, wenn da in diesem Feld dann Gewalt passiert gegen den Schiedsrichter, gegen das Ordnungsprinzip, dann muss man das sehr ernst nehmen.
Zurück in Frankfurt-Bergen-Enkheim bei Schiedsrichter Metehan Babbert. Hier kämpfen heute 12- bis 14-Jährige um den Turniersieg. Fouls und Emotionen sind im Fußball an der Tagesordnung. Babbert leitet seine Spiele ruhig und bestimmt. Auf Diskussionen lässt er sich nicht ein. Grenzen setzen und auf dem Platz klare Regeln vertreten. Das ist als Schiri seine Aufgabe. Da vorne wollte ich pfeifen. Ich habe gesagt, Zeitschuss ist vorbei. Ich habe es gesehen. Die Grenze ist halt, wenn du uns wegschubst. Wir sagen ja auch immer, ich fasse dich nicht an, fasse mich mit auch nicht an. Oder den Schiri beleidigen auf einmal. Hier, du bist doch blöd, du bist doch depp, du sollst dich gefüffeln. Und da geht schon los. Da ist schon die Grenze, wo wir sagen, hier komm, das war's jetzt für dich, jetzt gehst du duschen. Und da geht's schon los. Wenn man im Jugend schon nichts macht, als Schiedsrichter mit denen nicht redest, und die werden immer Erwachsener, B, A, dann Senioren, dann geht's immer so weiter mit denen. Großer bis überzogener Ehrgeiz lastet auf vielen Kindern und Jugendlichen. Oft angeheizt vom Spielfeldrand durch Trainer und Eltern. Und hochkochende Emotionen. Das ist in der Halle nicht anders als draußen auf dem Platz. Gabriele Nagel ist Mutter und Trainerin. Es geht bei den Kleinen los, egal in welcher Altersklasse, geht's rund. Das heißt, da geht's dann los, hier, ja, wow, der wurde gefault, super, dann wird noch hier, ja, komm, lass ihn heulen, mach weiter. Also eine Aggressivität von Kindern, von Eltern, ganz schlimm. Kinder, die genauso reagieren, dann noch die Trainer dazu, eine Vollkatastrophe. Ob in der Jugend oder bei den Erwachsenen, viel Herzblut fließt in diesen Sport, den Millionen von Menschen in ihrer Freizeit ausüben. Wie hier bei einem Kreisligaspiel in Kalbach. Was genau passiert da auf dem Platz, in den Köpfen? Wir fragen Trainer und Spieler. Es gibt natürlich immer mal hitzige Momente. Ich meine, wir spielen Fußball, da ist Temperament drin, da ist Adrenalin drin. Ja? Und es ist ganz normal, dass da man einfach hitziger ist. Ich glaube, das ist im Profibereich aber auch so. Da macht der Schiri irgendeine Fehlentscheidung oder so und gehen 8 Leute auf den Schiedsrichter drauf und diskutieren mit ihm und alles mögliche. Und das schaut man sich dann, das sieht man im Fernsehen, das sieht man bei den Profis und das schaut man sich dann ab. Leidtragende sind häufig die Amateurschiedsrichter. Weiter, weiter geht's! In den letzten 15 Jahren ist deren Zahl um etwa ein Viertel auf knapp 60.000 gesunken. Regelmäßig bekommen sie Frust, Ärger und im schlimmsten Fall Gewalt der Spieler ab. Ich hab da kein Verständnis für die. Die müssen hart bestraft werden. Und wenn ein Schiedsrichter weiß, okay, er hat mich jetzt bedroht oder er hat mich geschlagen und der hat bekommen mal 1.000 Euro Geldstrafe und ist für 5 Jahre gesperrt, das wäre richtig. Deswegen muss Verband mal richtig durchgreifen da. Damit die Schiedsrichter auch wissen, aha, guck mal, Verband steht hinter uns, die schützen uns, die machen jetzt was und ich pfeife gerne weiter. Er weiß noch nicht, ob er weiter pfeift. Turgay Sukan, im normalen Leben Taxifahrer. Privat, ehrenamtlich Schiedsrichter. Der 41-Jährige wurde auf dem Platz beleidigt, bespuckt und tätlich angegriffen. Jetzt ist er auf dem Weg nach Obertshausen zur Verhandlung vom Kreissportgericht Offenbach. Wir begleiten ihn. Wie geht's Ihnen? Ja, eigentlich alles in Ordnung, ziemlich gut. Okay. Außer, dass ich ein bisschen komische Bauchgefühle habe, aber das habe ich schon den ganzen Tag. Mulmiges Gefühl. Jetzt stehe ich wieder vor den Leuten, vor denen ich vor 4 Wochen stand. Aber hoffentlich wird heute jeder seine gerechte Strafe bekommen, sage ich mal. Für das, was sie mir angetan haben. Spieler von Sparta Bürgel sollen ihm wegen eines Elfmeterpfiffs unter anderem eine Kopfnuss gegeben und ihm mit einem Regenschirm in den Bauch gestoßen haben. Mir wäre es natürlich, oder der Sportwelt, wäre es natürlich am gerechtesten, wenn solche Fußballer, möchte gern Fußballer, will ich auf jeden Fall dazu sagen, nicht mal auf dem Platz stehen. Weil was sie heute getan haben, können sie morgen einem Jugendlichen antun, der es vielleicht nicht so gut wegsteckt, einen 13-Jährigen, 14-Jährigen. Davon hängt doch unsere Zukunft eigentlich ab, dass wir überhaupt noch Schiedsrichter haben können. Haben sich eigentlich bis heute die Täter mal bei Ihnen persönlich entschuldigt? Nein. Weder die Täter noch der Verein oder überhaupt irgendjemand von Sparta Bürgel. Ob sich das heute ändert? Die erste Überraschung folgt schnell im Verhandlungsraum. Und zwar für uns. Sparta Bürgel verlangt aus zivilrechtlichen Gründen, dass die Presse bei der Verhandlung nicht dabei sein darf. Eine verpasste Chance, in diesem Fall für Transparenz zu sorgen.
Von draußen sehen und filmen wir, wie die Beschuldigten in unmittelbarer Nähe von Tugay Sukan sitzen. Das erste Aufeinandertreffen. Eines, das Sukan sichtlich mitnimmt. Wie war es jetzt, die... Das war scheiße. ...wiederzusehen? Auf gut Deutsch gesagt, wenn ich das so sagen darf. Und ich saß ja genau gegenüber von denen. Und das ist schon heftig, dass ich allein... Ich stand ja wieder ganz allein, ja, vor den ganzen Spielern, wie an dem Spieltag. Das war einfach nur ein Déjà-vu. Ja. Er sitzt vor mir, ich weiß genau, vor 3 Wochen, 3,5 Wochen ja, ist das passiert. Und jetzt sitzt er vor mir und lächelt. Am liebsten würde ich jetzt gehen. Am liebsten würde ich echt jetzt reingehen, meine Jacke nehmen und sagen, tschüss. Weil, ja. Sparta Bürgel gibt im Laufe der Verhandlungen Beleidigungen gegen Tugay Sukan zu, entschuldigt sich auch dafür, streitet aber Tätlichkeiten ab. Und unerwartet taucht ein privates Handyvideo von der Tat auf, das uns Bürgels Jugendleiter Sven Steinborn zeigt und das die Beschuldigten entlasten soll. Da ist ein Spieler von uns, der hat schon aufgeregt gehabt, hat dann ihn beleidigt, geht 2 Schritte zurück und dann kamen irgendwelche türkische Worte. Da ist der Schiedsrichter diagonal zu ihm hingelaufen, da haben sie halt Kopf an Kopf gestanden. Und ja, da gab es so eine Situation, die halt so bildlich, sag ich mal, wie so nicht gerade optimal ist, sag ich mal, weil sie Kopf an Kopf, ich darf es mal demonstrieren, so gestanden haben. Und der Spieler macht so. Dann ist der Schiri hergegangen, hat sich die Nase gehalten. Also er hat markiert aus Ihrer Sicht? Weil ich habe ja in dem Winkel gestanden, da dreht er sich zu dem Spieler hin und grinst ihn an und stellt sich dann daneben hin. Also es liegt einfach hier eine Tatsache vor, dass hier, ich sag's ganz offen, geschauspielert wurde. Okay. Welchen Grund hat denn Tugay Sukan, sich das Ganze auszudenken? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie selber fragen. In welchem Zusammenhang würde ich schauspielern, dass ich mich... Ja, Sie würden an die Medien gehen und würden das groß machen. Genau, dass ich mich öffentlich vor die Medien stelle und sage, ich habe aufs Maul bekommen und prohl noch damit rum. Das geht bei mir zumindest nicht rein, ob die das jetzt wirklich selbst verstehen, was sie da von sich geben. Reue ist bei den Beschuldigten schwer zu erkennen. Bisher haben sie sich für den Vorfall öffentlich nicht entschuldigt. Nochmal an euch das Angebot, auch euch nochmal zu entschuldigen. Wollt ihr die Gelegenheit nutzen? Wir haben uns schon entschuldigt. Das war schon. Reicht einmal. Es wäre sicher ein gutes Zeichen an alle gewesen. Ein langer und aufreibender Verhandlungstag geht ohne Ergebnis zu Ende. Erst am nächsten Tag will das Sportgericht eine Strafe verkünden. Am nächsten Nachmittag steht die Strafe fest. 4 Mitglieder der Mannschaft müssen bis zu 30 Spiele, also etwa eine Saison, aussetzen. Eine Sperre bis zu 3 Jahren wäre möglich gewesen. Wir rufen Tugay Sukan an. Wird er nach dem Urteil weitermachen? Das müssen Sie jetzt mal sacken lassen. Und mit der Chefin zu Hause noch absprechen. Mit Ihrer Frau, ja. Das ist ja, sie hat da ein bisschen Mitspracherecht. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Würde die am liebsten, dass Sie nicht mehr pfeifen? Ja, sie sowieso. Ja. Am liebsten, dass ich einen Sportplatz nur noch als Zuschauer betrete. Ja. Aber Sie selbst haben eigentlich einen anderen Wunsch. Ja, das ist einfach nur Fußballliebe. Ich weiß auch, dass ich am Anfang halt wirklich mit den Gedanken gespielt habe, aufzuhören, auch ohne auf den Urteil zu warten. Ja. Aber mich trotzdem nicht durchringen konnte, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Weil ich genau weiß, wie, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, wie krank ich nach Fußball bin. Krank nach Fußball, aber auch krank vom Fußball. Tugay Sukan nimmt das Geschehene emotional so sehr mit, dass er erstmal nicht mehr mit uns darüber sprechen will. Wochenende für Wochenende stellen sich Schiedsrichter wie Matthias Lippert auf den Platz. Pfeifen für wenige Euro Aufwandsentschädigung. Stellen sich dort hitzigen Diskussionen. Diskutiert nicht so viel. Ja, Sie sind mein Ansprechpartner, nicht umgekehrt. Ne? Ja, genau. Und ich komme zu Ihnen, ich sage Ihnen, wie es war. Ja, und ich sage Ihnen, wie ich entschieden habe. Leute. Im Fall Münster erhielt der Täter vom Sportgericht die Maximalstrafe. 3 Jahre Sperre. Ein zivilrechtlicher Prozess wird noch folgen. Die Kosten für den Ausfall vom Schiedsrichter, 4 Wochen Krankenhaus bzw. Krankenstand, Lohnausfall und so weiter und so fort, Hubschrauber muss er bezahlen,
Polizeieinsatz, Notarzt, er muss alles, das wird richtig teuer. Ja. Also, das sind mehrere 10.000 Euro. Ja. Der FSV Münster distanziert sich vom Täter. Denn hier in der Kabine der ehemaligen ersten Mannschaft wurden die Spieler immer wieder zum fairen Umgang mit Schiedsrichtern ermahnt. Aber hat der Verein wirklich genug getan? Unseren Betreuer, der hat die Mannschaft im Prinzip vor jedem Spiel vergattert. Leute, benehmt euch, wenn der Schiedsrichter pfeift, das gilt, ja, und so weiter. Die haben sich ja im Normalfall dran gehalten. Jetzt dieser Impuls, der da von dem Spieler ausgegangen ist, kein Mensch weiß warum. Ja. Und die Verrohung, die allgemeine, die trägt sich halt in so einen Verein. Ich sag mal, wo sich dann junge Männer treffen, die alle irgendwie so eine Klickenbildung brauchen, um noch in der Gruppe stärker dazustehen. Ja. Und wenn dann einer dabei ist, der dann so der Leitwolf macht, ja, und dann wird es schwierig. Und den zu finden, den Leitwolf, das ist immer das Schwierigste. Wir versuchen es, wollen mit dem Täter sprechen. Ihm fragen, wie er sich sein Verhalten mit einigen Wochen Abstand erklärt. Hallo. Kennen Sie den Ja? Ist der da? Und er bei Ihnen? Nee, ist nicht da. Okay. Ja. Minutenlang lässt man uns warten. Im Haus wird es unruhig. Wir sind vom Hessischen Rundfunk. Wir wollten versuchen, mit dem zu sprechen. Gibt's Können Sie uns einen Kontakt geben, eine Telefonnummer? Oder wo wir ihn finden könnten? Okay. Alles klar. Okay, danke. Danke. Ciao, ciao. Wieder einmal begegnet uns von Seiten des Täters nur Schweigen. Wegrennen, statt sich zu stellen. Nach der Tat das Reden verweigern und sich dann isolieren. Das ist kein ungewöhnliches Verhalten, erklärt uns die Psychoanalytikerin Marianne Leutzinger-Bohleber. Also wenn die Ihnen kein Interview geben möchten, gibt es natürlich verschiedene Gründe. Ein Grund könnte schon sein, dass sie sich entsetzlich schämen und zum Beispiel nicht wollen, dass ihre Freunde oder sogar ihre Kinder das sehen. Und die Scham, da zieht man sich zurück. Das ist gefährlich, weil dann kann man es eigentlich auch nicht verarbeiten allein. Weil das ist eine soziale, ein soziales Geschehen, was da passiert ist. Und das kann auch nur sozial verarbeitet werden. Darum ist das Gespräch so wichtig zwischen Tätern und Opfern. Fast noch wichtiger, den respektvollen Umgang schon im Kindesalter zu erlernen. Sodass es später als Erwachsener erst gar nicht zu Gewaltausbrüchen auf dem Platz kommen kann. Fußball kann ein wunderbares Lernfeld sein, dass man sich nach sozialen Regeln verhält. Aber es ist für bei ganz kleinen Kindern, sieht man diese Phänomene, um die es jetzt geht, schon sehr. Die können noch nicht aushalten zu verlieren und gehen aufeinander los. Und das ist schon ein langer Bildungsprozess, bis die Kinder sich überhaupt an Regeln halten können. Darum fängt die Prävention oft auch schon früh an, die geht dann weiter. Eins, zwei, drei. Ansätze gibt es viele. Wir sind in Offenbach beim Nachwuchsleistungszentrum des OFC. Hier findet heute ein Gewaltpräventionsworkshop des Hessischen Fußballverbandes für 15-Jährige statt. Anlass sind auch hier die jüngsten Gewaltvorfälle gegen Schiedsrichter. Ihr habt ja alle mitbekommen, was passiert ist. Bei dem Spiel in Münster wurde ein Schiedsrichter so täglich angegriffen, dass er ins Krankenhaus musste. Fair Play Hessen heißt die Initiative des Hessischen Fußballverbands. Dem Nachwuchs soll möglichst praxisnah vermittelt werden, wie es zu solchen Gewaltszenen wie hier auf dem Fußballplatz kommt und wie diese verhindert werden können. Zum Fußball gehören natürlich auch Emotionen, da gehören auch Fouls. Es gibt aber gerade bei den Fouls ist natürlich irgendwo eine Grenze, die dann vielleicht auch zu Gewalt überschlägt. Und da geht es dann darum, dass so ein bisschen auch auszuarbeiten und wo da die rote Linie ist. Was versteht ihr unter Gewalt und vielleicht auch, was ist für euch Gewalt auf dem Fußballplatz? Aggression. Ja. Beleidigen. Und worauf kann man achten, um deeskalierend zu wirken auf dem Fußballplatz? Genau das sollen die Jugendlichen in Rollenspielen selbst erarbeiten und erleben. Es geht ganz konkret um Aggressionen gegen den Schiedsrichter. Auch wenn bei den Jugendlichen im Workshop viel gelacht wird, auf dem Platz im Spiel können solche Situationen schnell eskalieren.
Wie haben die den Schiedsrichter beobachtet? Was hat der gemacht? Der hat sich überfordert gefühlt und ist immer weiter nach hinten gegangen. Der Hessische Fußballverband will, dass die Vereine vermehrt auf aggressive Spieler und Zuschauer zugehen und deeskalieren. Seminare wie hier sind Teil des Anti-Gewalt-Programms, erklärt Kreisschiedsrichter-Obmann Thorsten Schenk. Es ist natürlich, glaube ich, illusorisch, dass 2100 Vereine im Hessischen Fußballverband da mitmachen. Wir haben etwa im Moment 15% der hessischen Vereine erreicht. Versuchen das natürlich weiter auszubauen, um den Vereinen Möglichkeiten an die Hand zu geben, mit Fairplay Hessen gemeinsam etwas zu entwickeln. Fairplay Hessen, die Mitgliedschaft oder die Partnerschaft ist kostenfrei. Für die Nachwuchskicker ein Tag, der ihnen in Zukunft helfen könnte und der mit guten Vorsätzen endet. Dass man erstmal ruhiger reagiert und nicht vielleicht gleich den Schiri angeht, sondern es akzeptiert, was der Schiri sagt, weil man kann es meistens eh nie ändern. Wenn es wieder zu der Situation kommt, dass irgendwie um was geht und auch Emotionen im Spiel sind, haben wir halt immer im Hinterkopf jetzt, dass wir uns im Griff haben müssen und dass es da nicht zu einer Eskalation kommt. Genau das gilt es in die Praxis umzusetzen. Denn theoretisch sind sich alle darüber einig, dass Gewalt nichts auf dem Fußballplatz verloren hat. Stefan Reuß, Präsident des Hessischen Fußballverbands, hofft, dass sich noch viel mehr der 2100 hessischen Fußballclubs zu den Workshops anmelden. Das Angebot steht. Jeder kann an Präventionsangeboten teilnehmen. Aber man muss es wollen am Ende. Und man muss die Bereitschaft haben, auch was zu verändern. Wenn ich es nur mache, damit ich mal was gemacht habe, aber sich hinterher nichts ändern soll bei mir, dann kann man es vielleicht auch sein lassen. Dann muss man sich aber auch hinterfragen, ob man wirklich vom Grundverständnis des Fair Play, und der gilt nun mal im Sport, dieser Grundsatz, ob man davon wirklich überzeugt ist. Könnte sich nicht der Fußball etwas von anderen Sportarten abschauen? Im Handball, wenn man das beobachtet, wird auch geschrien, wird auch gemeckert, aber Ball wird hingelegt, weiter geht's. Und das haben wir eben nicht. Wenn wir da mal hinkämen, dann hätten wir, glaube ich, einen riesen Erfolg bei uns, ja. Besonders im Fußball ist der Respekt vor den Schiedsrichtern verloren gegangen. Warum das so ist, darauf weiß keiner eine genaue Antwort. Was aber kann in Zukunft noch getan werden, um Gewalt gegen Schiedsrichter zu verhindern? Na, indem wir beispielsweise mal sehr genau uns anschauen, was für Formen von Gewalt gibt es. Gibt es dort bestimmte Auswüchse oder Exzesse, die vielleicht auch geprägt sind durch ganz andere Hintergründe, dass sich das nur auf dem Sportplatz am Ende vielleicht auch entlädt. Also wo kommt das eigentlich her? Wo liegen die Ursachen? Liegen die Ursachen im familiären Bereich, im Elternhaus? Liegen sie vielleicht in Schule oder liegen sie im beruflichen Bereich? Aber eins wissen wir auch, wir sind nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Können wir gar nicht sein, den Anspruch würden wir auch nicht erheben. Und wir können auch nicht alles lösen, was an gesellschaftlichen Entwicklungen vielleicht auch fehlläuft. Ich denke eben, das ist nicht nur ein Problem im Fußball. Aber am Fußball, und Fußball ist so ein öffentliches Ereignis, was so viele Menschen aller Schichten erreicht. Ich wünschte mir, dass das wirklich einen Ruck gibt. Weil man solche Gewaltphänomene gegen jemanden, der die Ordnung, die gesellschaftliche Ordnung vertritt, das darf man nicht zulassen als Gesellschaft. Hoffnung machen wir da gar nichts mehr. Ganz ehrlich, weil wir sehen das auf den Plätzen jetzt. Seht ihr, früher war das, wie ich schon gesagt habe, früher war das super früher. Früher haben wir den Schiedsrichter Respekt gehabt, haben wir gehabt. Aber jetzt ist kein Respekt mehr da. Was wäre für Sie so ein Punkt, wo Sie sagen würden, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, da höre ich auf. Gibt's den? Müssen sterben. Dann höre ich auf. Vorher aber nicht. Metehan Babat will seinen geliebten Schiri-Job trotz zunehmender Aggression nicht aufgeben. Doch nicht jeder schafft es, nach Gewalterlebnissen weiterzumachen. Unsere Spurensuche zeigt, alle Beteiligten sind sich der Gewaltproblematik bewusst. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Dabei handelt es sich offenkundig um ein gesamtgesellschaftliches Problem, dessen Lösung nicht allein auf dem Fußballplatz zu finden ist.